Gut, dann würde ich sagen, bauen wir hier auch direkt da mal hinten, direkt da hier hinten irgendwo schon mal einen neuen Themenbereich an und wie es durchschimmern in der Nacht. Arx. Aber naja, egal. Bauen wir sogar jetzt hier schon den Wasserbereich? Denn hier. Atlantis, Trauminsel, ja, packen wir die dreimal zusammen. Und bauen dann hier so einen Wasserbereich hin, wo man dann hier schon mal ein bisschen abtauchen kann. Safari-Bereich haben wir irgendwie auch nicht so arg viel bis jetzt, oder? Gucken wir mal. Safari-Bereich ist hier nichts. Da auch nichts, da ist nichts, nichts, nichts. Geil. Also Safari-Bereich können wir bis jetzt komplett vergessen. Läuft doch. Na, dann machen wir halt hier mal Atlantis-Ding so ein Wasserbereich, wo man hier dann halt auch die Bäder dann hinmacht und so. Ja, komm, das können wir machen. So einen leicht Tropenbereich dann rein. Mit Palmen und dem Ganzen. Ja, das könnte lustig werden. Fassen wir die drei zusammen. Also Atlantis, Abenteuerbereich, weil das ja eigentlich sehr ähnlich ist. Dann schauen wir mal. Erstmal mit den Wegen. Wegen, Wegen. Ja, kann man eigentlich auch nochmal. Muss ja nur so grob im Park verteilt sein pro Themenbereich. Macht ja dann so auch keinen großen Unterschied mehr. Hochschieben bitte. Dankeschön. Und dann, was bauen wir da jetzt am besten? Blatt? Nee, das Ding, das ist hässlich wie die Sau. Weg damit. Aus dem würde ich sagen, bauen wir erstmal hier weg. Das nur bis hier hingeht. Ja, verbunden ist schon mit dem Ausgang. Okay, dann passt das ja. Was bauen wir am besten? Das sind Tropen. Was machst du denn? Hier ist kein Weg mehr, Freundchen. Marmor? Nee, das hat man schon im Eingangsbereich. Ja, glatt. Auch nicht dazu, ne? Ihres Pflaster? Nee, auch eher nicht. Was brauchen wir denn da? Asphalt auf jeden Fall auch nicht. Blumig haben wir ja schon da hinten gehabt. Jetzt kommen die da nicht mehr weiter. Ist ja geil. Ach komm, dann nehmen wir halt so ein bisschen Blattpflaster, auch wenn das eigentlich vom Aussehen her komplett hässlich ist, aber was soll's? Ja, dann kommt die auch wieder zurück. Soll ja so ein bisschen tropisch wirken, von dem her muss der Boden auch nicht unbedingt so das Beste sein. Oder so das Beste sein klingt irgendwie auch falsch. Halt so gut aus. Gut. Nee. Jetzt ist mir das Wort entfallen, wie ich sagen würde. So perfekt, akkurat. So ein bisschen Pflanzen zwischendrin, das ist okay. Was bauen wir denn da als Torbogen hin am besten? Holz. Eigentlich wäre da auch Stein am besten oder so. Irgendwie Pflanzenbogen oder wenn es geben würde, aber das gibt es ja hier so eigentlich auch nicht. Ein Terrarblock. Na gut, dann machen wir auch hier einen Felsen hin. Müssen ja halt nur kennzeichnen, dass hier halt ein neuer Themenbereich anfängt. Machen wir halt so einen Felsen hin von mir aus. Soll es dann so sein, wie es ist. Und dann gucken wir halt mal. Fangen wir mal an. Wir bauen hier dann einen Döner hin. Döner Kebab. Ja, dann setzen wir das hier fort. Weil langsam gibt es nicht mehr so arg viel, wenn es dann Baubereichen geht. Deswegen wäre es nicht schlecht, wenn unsere Forscher hier mal ein bisschen reinklotzen. Außerdem zeige ich mal hier die Schulden mal wieder ab. Wie soll ich den Park so voll kriegen? Wenn ich nicht genug Sachen zu bauen habe. Ich habe noch hier ein Stück frei. Klasse. Das freut mich. Steck ich. Gut, ich glaube, ich steck, muss jetzt echt so richtig mal richtig viel in die Forschung reinstecken. Also echt 300 oder so. Mal gucken. 350. Vielleicht kriege ich dann da was Gescheites raus. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal. Döner und türkischer Honig. Yay. Döner Kebab, schön für die Leute mit Geschmack, Junge. Da muss ich echt von diesem klassischen Theming wohl ein bisschen weggehen und dann echt mal schauen, dass ihr nochmal ein paar, vielleicht einen Achterbahnbereich hinsetzt oder so.
Aber der Tropenbereich, der wird jetzt ein bisschen größer werden wahrscheinlich, weil ich da nachher auch nochmal ein großes Bad hinterzusetze, also Schwimmbäder und so, was ja durch Soak dazu kam. Türkischer Honig, komm, lecker türkischer Honig, kann man. Das ist auch nicht schlecht. Das war dann soweit alles hier. Cocktails. Auch von mir aus. Und dann Kokosnussdrinks. Oh ja, lecker Kokosnussdrinks. Oh ja. Boah, da haben wir sogar richtig viel. Ist gut, dass wir die zusammenfassen. Diese Abenteuerbereich und so, weil das ist ja vom Aufbau her dann doch sehr ähnlich. Dann macht das hier so ein bisschen tropisch, kommen dann hier die ganzen Palmen hin und so. Wenn wir hier mal in die Attraktion reingucken. Phoenix Twister, Piratenschiff und so. Weil eigentlich ist der Abenteuerbereich halt mit Piraten und so und Tropenbereich halt hier dann so ein bisschen dschungelmäßig, aber weil ja Piraten und so auch viel im Dschungel waren und so halt auch durch Pazifik, durch die ganzen Meere gefahren sind, deswegen auch auf tropischen Inseln waren, sag ich, komm, was soll der Geiz, pack was zusammen, scheiß doch drauf. Scheiß drauf. Ah, das passt sogar wieder genau rein. Abmessungstechniker. Abmessungsmeister am Start hier. Und dann nochmal einen Säbel. Säbel, Säbel. Und eine Sache fehlt da nochmal, die klassischen Toilette. Nicht Erste Hilfe. Erste Hilfe, genau. Die wollte ich ja genau hinsetzen, nicht Toilettes. Toilettpappers. Setz mir vielleicht direkt in die Ecke, neben den Eingangsbereich hin. Macht dann auch keinen Unterschied mehr. Solange sie durchkommen, ist okay. Und ich glaube, ich sehe schon, ich muss sie direkt erstmal schön wieder mit Dings versorgen, mit Bänken gedönt und alles Mögliche. Baumstammbänke hatten wir schon. Bank im eingeborenen Stil. Na komm. Ja, stimmt so. Ja, das ist Dschungel, so Eingeborene und so. So. Goldene Mülleimer, komm, nehmen wir. Ich glaube, ich habe ein paar zu viele Sitzbänke. Jo, ich glaube, da kann ich echt ein paar wegmachen. Vielleicht so jeden zweiten Mal. Den weg, den weg, weil ein paar Lampen müssen da auch nochmal hin. Ohne Lampen ist das Ganze nämlich auch scheiße, dann stehen sie im Dunkeln. Dunkel! Und eine goldene Weglampe. Oder wie sieht die Fackel im Atlantis-Bereich aus? Na, Fackeln brauchen wir jetzt auch nicht mehr unbedingt. Fackeln haben wir ja eigentlich schon. Im Dingsbereich, im. Wird zwar nicht auch zum Tropenbereich passen, aber halt so Fackelbeleuchtung haben wir halt schon im Gruselbereich. Von dem her ist es ein bisschen doppelt gemoppelt. Nehmen wir mal die goldenen Weglampen. Goldene Weglampe. Ja. Hier so. So. Und so. Und dann bräuchten wir wahrscheinlich hier am Hauptweg auch nochmal ein paar Lampen. Da eine und da eine. So. Ah, das leuchtet ja noch ziemlich gut aus hier mit diesem Atlantis-Bereich. Schauen wir die uns mal an. Boah, die ist sogar relativ cool mit diesem. Was ist das? Adler, Eule, irgendwie sowas. Kann man anbieten. Ist okay. Machen wir so. Und dann haben wir das auch hier schon mal gut wieder an Buden versorgt. Ja, würde ich sagen, bauen wir hier schon mal die ganzen kleinen Zeugs hin. Also die ganzen kleinen Attraktionen, wie sie sich gehören. Hier diese Schiffgedöns da, was es auch immer hat. Und eigentlich könnte ich Eingang und Ausgang auch wieder drehen. Arx! Mann, warum mache ich das immer so? Muss ich wieder verschieben. So rum. Und den kommt dahin. Jawohl. Eingang bitte. Und dann. Nehmen wir wieder den. Jetzt müsste ich hier echt die Lampe umsetzen. So kommt es nicht hin, aber. Die Lampe kommt dann anders hin, weil ein bisschen Beleuchtung auf dem Hauptweg braucht man trotzdem.
Dann setzen wir die goldene Weglampe so hin. Perfekto. Und dann machen wir mal, was nochmal hier? Abenteuer. Ja, komm. Einer zu weit. Verdammt. In den Hauptweg soll er ja nicht reinführen. So, perfekt. Dann haben wir schon mal das erste Grundstein gesetzt für diesen Abenteuerbereich. Und dann kommt hier vielleicht nochmal ein Schwimmbad dazu hin und dann ist es gut. Echt, wenn wir so viel Platz haben, kommt vielleicht auch nochmal ein Tierpark hin. So ein kleiner irgendwo. Wenn es ja echt so viel Platz hat, dass man ja echt mit den ganzen Attraktionen gar nicht mehr rankommt. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Aber naja, was soll's. Ich weiß gar nicht, ob Forschung überhaupt was bringt oder ob wir eigentlich schon alles freigeschaltet haben, aber das würde irgendwie keinen Sinn machen, weil sonst hätte man, glaubt, zu jedem, sonst hätte ich, glaubt, zu jedem irgendwas. Naja, was soll's. Shit happens. Denke schon, dass da von der Forschung noch was kommt, aber ich glaube, jetzt mit 300 würde das vielleicht dann auch ein bisschen schneller gehen. Ja, das kennen wir ja schon, das gibt es ja in ähnlicher Form, aber woanders. Würde ich sagen, dann bauen wir hier auch mal gar nichts hin, sondern machen hier schon mal ein bisschen Verzierung. Gucken wir mal, was für ein Boden kommt hier eigentlich später mal hin. Können wir eigentlich auch mal schnell gucken. Blühendes Gras, Gras, nee. Schlamm auf jeden Fall nicht. Wie sieht das blühende Gras aus? Das da? Was ist das? Mal gucken. Steiniges Gras, na, das wird sogar gehen, das wird sogar ein bisschen so leicht dschungeliges, verwachsenes Flair haben, aber gucken wir mal, irgendwie gibt es da bessere Dinge? Nee. Auch nicht. Fußballrasen. Das ist echt Fußballrasen, also echt mal. Fußballrasen! Aber nee, muss hier nicht hin. Dann nehmen wir echt das blühende Gras am besten, vielleicht sogar so ein bisschen. Oder schlammige Gras, mal gucken. Steiniges Gras heißt ja hier. Ach, die sind gerade auch, die kommen gerade auch aus dem Dings raus, aus so Transportbahn. Ah, dann mal das blühende Gras hier hin. Ist okay. Aber nur zur Transportbahn nochmal, ich mache nicht an jedem Themenbereich eine hin. Ich mache hier halt immer wieder sporadisch, dass halt gut versorgt wird. Dann kommt vielleicht hier nochmal irgendwo eine hin und hier vielleicht nochmal. Je nachdem, wie viel wenn wir dann eben Sahne dazu kriegen. Aber warum wird das nicht in Gang gesetzt? So Geier. Forschung. Da haben wir alles. Mal gucken, alles eröffnen. Alles eröffnen. Das kann man nämlich hier dann direkt auch gleich machen. Und dann schauen wir mal. Herausforderungen haben wir keine, weil es ja ich mir keine gestellt habe. Besucher. Szenarioziele, Personal, stimmt, Personal kann ich ja nicht auch kurz mal machen. Also hier mal nochmal ein paar Leute hinklatsch, vielleicht nochmal so ein paar Leute, die uns hier den Park mal sauber halten. So. Reinigungskraft. Nächste. Und dann, ja, machen wir vier, komm. Noch eine hin. Die gehen, während die Konfigruppe zur TNT-Spirale geht, naja. Wenn ich, wem es gefällt, sollen sie es machen. Drei Mechaniker. Platz mal mit Arbeiter nicht. Arbeiter ist halt so das wichtigste Gut unseres Parkes. Nach den Attraktionen vielleicht, aber zumindest halten sie den Park am Laufen, von dem her. Es wäre gut, wenn die in Hülle und Fülle da wären. Die verteilen sich hier am Park, von dem her ist es dann auch gut so. Und dann noch, würde ich sagen, setzen wir nochmal zwei Sicherheitskräfte hin. Da haben wir, glaube ich, noch ein paar zu wenig. Auch wenn ich gar nicht weiß, ob die eigentlich helfen, dass der Park sicherer wird oder nicht, aber naja. Ist ja egal, wenigstens, es soll wenigstens den Eindruck haben, dass das sicherer wird.
Und dann können wir nochmal ein Maskottchen hier hinsetzen. Machen wir mal einen Tiger. Und auch der kriegt nochmal ein bisschen Ausbildung. Denn Ausbildung hilft ja meistens schon. Und das ist auch gut so. Falls ihr euch fragt, was übrigens das letzte ist, das wäre eine Tierpflegerin. Aber wir haben bis jetzt ja noch keinen Tierpark. Von dem her brauchen wir das jetzt unbedingt nicht. Okay, dann ist das auch soweit geregelt. Und dann können wir mal gucken, was wir noch hinsetzen. Phoenix Twister. Ach komm, setzt man doch dahin. Können wir halt nicht direkt dahin bauen wegen dem Zaun und so, aber naja, was soll's, machen wir so. Eingang, Ausgang und eröffnen. Hier, Abenteuerbereich. Zack. Hier drüber durch. So, so und so. Und dann nochmal einen Ausgang hinsetzen. Der wird den hier so hier hin. Und dann hier am besten einmal nicht hochsetzen. Hier durch. Und ich sehe da immer noch Stücke vom Fußballrasen. Fußballrasen. Moment. Blumige Erde. So. Und dann ist es auch gut so. Oh, wir sind hier die goldenen Weglampen. Die besuchen auch erstmal den neuen Themenbereich. Läuft bei ihnen. So. Und dann nochmal ein paar Bänke hier hin, da und da. Und hier. Und dann nochmal goldene Mülleimer. Hier eine Mülleimer und da eine Mülleimer und hier eine Mülleimer. Perfekt. Und dann mache ich nochmal kurz einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder.